Ja, hallo alle Freunde meines Kanals und meiner Sperrholzfräse. Heute mal dazwischen neben dem ganzen Thema 3D-Drucker und meiner Little M mal etwas zu meiner großen Fräse. Ich habe ein paar Gehäuseteile fräsen müssen in letzter Zeit für den Controller von meiner Little M. Und da hat es mich dann irgendwie endgültig angenervt, dass ich immer irgendwie eine Opferplatte suchen muss. Und da drunter spannen und gucken, wie ich das drunter kriege mit irgendwie Löchern oder irgendwo dann noch Platz, dass man es richtig verspannen kann. Und da habe ich gedacht, nee, ich werde jetzt mal für meine große Fräse mir auch eine Opferplatte machen. Und die habe ich jetzt auch. Da gehen wir mal kurz gucken. Die ist jetzt hier. Bisschen runter. Die sieht man hier. Die ist jetzt von der Größe her genauso gefräst. Gehen wir mal ein Stück rüber. Von der Größe so, dass ich, sag mal, das Maximum rausgeholt habe, was ich fräsen kann, bevor ich irgendwo einen Anschlag fahre. Das sind ungefähr 650 mal 400, das habe ich 420 ungefähr, habe ich rausholen können von der Größe. Das ist eine Multiplex-Platte. Das war mal eine beschichtete Platte. Ich habe die oben abgefräst. Habe die Bohrungen gesetzt, dass ich hier M6-Schrauben durchziehen kann. Das kann ich auch kurz zeigen. Eine Schraube finden. Das heißt, ich kann hier überall M6-Schrauben reindrehen und kann meine Spannbratzen festmachen. Die Platte ist hier an den Ecken und in der Mitte mit der Basisplatte verschraubt. Ja, ich habe sie, wie gesagt, schon plan gefräst. Sie hat 18 mm ungefähr. Und was ich noch gemacht habe, ich habe hier auch in dem 50er Raster etwas versetzt, auch 5 mm Bohrungen drin. Da kann ich solche Passstifte einsetzen mit 5 mm. Und das ganze Raster ist so gemacht, dass dieser Punkt hier unten, den habe ich absolut gefräst. Das ist nämlich genau 100 von meinem Nullpunkt. Wenn ich die Fräse quasi auf Home setze und dann auf Null setze, sind das 100. 70 mm vom Nullpunkt in X und 30 mm in Y. Und so kann ich dann im Prinzip auch den Anschlag nicht nur, wenn ich hier welche setze, nicht nur entsprechend gerade zu den Achsen setzen, sondern ich kann sogar eine absolute Position mir damit setzen. Indem ich dann jeweils noch den Durchmesser vom Stift mit reinrechne oder den Radius mit reinrechne, kriege ich da sogar absolute Positionen hin und kann so eben auch sowas noch mitnutzen. Ja, und die habe ich hier eben, wie gesagt, in einem 50 mm Raster bis hier oben und kann da überall, wo ich will, Passstifte reinsetzen. Ja, und wie die ganze entstanden ist, die Platte, das werde ich jetzt noch im Folgenden auch in dem Video noch zeigen. Ja, die Ausgangsbasis für diese Platte ist quasi das Ding hier. Das hier ist ein bisschen höher. Das ist die Platte von meinem ersten Versuch meiner Little M, die ich als Basisplatte hatte, mit ungefähr 70 Länge, nee, 80 Länge. Die hat eigentlich ein sehr gutes Maß und vor allem hat sie einen großen Vorteil. Sie hat hier eine Bohrung, die so günstig liegt, dass wenn ich die hier reinsetze, ich diese Platte verschrauben kann. Die ist also von der Größe her eigentlich ein bisschen zu groß. Das macht aber nichts. Und gerade mal richtig reinsetzen. So. Also ich kriege sie noch gerade so rein. Aber, und das ist das Schöne, ich gehe ein bisschen näher ran. So, ich kann sie eben hier. An dieser Stelle kann ich sie mit meiner Bodenplatte verschrauben. Da kommt jetzt noch hier in den Spalt noch was drunter, dass das ein bisschen, dass es noch aufliegt auf etwas, dass ich durchbohren kann. Und ich habe es jetzt so rausgerechnet und habe mir eine entsprechende Datei erstellt, dass wenn ich sie hier verschraube, kann ich quasi zum einen die Bohrungen hier, die ich hier habe, auch in diese Platte vornehmen, sodass ich eben dann durch die Platte durch eine Spannbratze oder ähnliches hier verschrauben kann. Das ist das eine. Und wenn die Bohrungen drin sind, werde ich es
an zwei weiteren Bohrungen, oder beziehungsweise werde ich die rausnehmen, werde an zwei weiteren Bohrungen die Platte fixieren und werde sie dann an den Kanten, die mir möglich sind, also so weit wie möglich an den Rändern, werde ich hier dann eben die Platte, die ich brauche, rausfräsen, dass ich genau dann dieses Stück habe, was ich hier dann auch einsetzen kann. Ja, und die Geschichte, das werde ich jetzt eben mal zeigen. Jetzt werde ich es erstmal vorbereiten, so weit aufspannen. Und wenn es mit dem Fräsen oder beziehungsweise mit dem Löcherbohren losgeht, werde ich da auch das Video mal mitlaufen lassen und werde das dann in Zeitraffer mit ins Video nehmen. So, ich habe die Platte jetzt aufgelegt, so weit ausgerichtet und fixiert mit der Schraube. Das sollte man da jetzt auch sehen. Genau, direkt der Fräser sitzt jetzt auch genau drauf. Das ist nämlich mein Nullpunkt, den ich mir in meiner Zeichnung und in meinen Fräsdaten gesetzt habe. Von da ausgehend relativ setze ich die Bohrung. So, und ja, ich habe die Fräse entsprechend eingerichtet. Auch die Z-Höhe habe ich entsprechend mir schon eingerichtet und da wird es jetzt losgehen. Der Job läuft ca. 38 Minuten. Das wird wohl meine Kamera nicht komplett aufnehmen. Ich werde einen Teil davon jetzt mit aufnehmen, werde es dann stoppen und dann den Schluss noch mit aufnehmen und das dann als Zeitraffer mit ins Video nehmen. Da ist mir jetzt ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe in den Fräsdaten den Sauger nicht aktiviert. Den muss ich jetzt von Hand starten. Und ja, das war jetzt nichts. Jo, die Platte ist jetzt fertig.
fertig gebohrt. Vielleicht fällt es jemand auf, auch wenn ich es als Zeitraffer zusammenschneide. Ich musste zwischendurch den Vorgang stoppen, weil ich festgestellt habe, dass der 6 mm Fräser, den ich verwendet habe, aus meinen Altbeständen doch wohl nicht mehr geeignet ist. Der ist wohl schon so weit runtergenudelt und zu stumpf. Da hat es merkwürdige Geräusche gemacht und auch nicht so richtig vernünftig gefräst. Die Tiefe hat auch nicht ganz gestimmt. Und dann habe ich es gestoppt, habe den Fräser gewechselt und die ersten Bohrlöcher, die noch gut waren, habe ich dann übersprungen und habe dann den Rest mit dem neuen Fräser gefräst. Ja, und das ist jetzt soweit fertig. Ich werde es jetzt runternehmen und ein bisschen säubern. Die Matte unten muss ich noch gucken, da werde ich neue Löcher reinmachen. Und das dann für den nächsten Schritt vorbereiten, nämlich das Ausfräsen der Platte. Da muss ich allerdings noch gucken, mit welchem Fräser ich das machen kann, weil ich da sehr knapp an die Kanten oder an die Grenzen gehe, was meine Maschine überhaupt fräsen kann. Das muss ich noch gucken. Da geht es dann nachher weiter. So, ich habe jetzt die Platte abgespannt und mal etwas noch gesäubert und jetzt mal hier hingestellt. Das ist jetzt die Unterseite und wenn man sie umdreht, weil die eben jetzt noch nicht so schön ist, das macht aber nichts, weil die wird später noch abgefräst. Was man da sieht ist, es hat hier da jeweils etwas vertiefte Taschen. Das sind die Punkte, wo es nachher auf der Basisplatte verschraubt wird, dass die Schraube, die drin ist, eben vertieft ist, weil ich ja dann, wenn es ausgeschnitten ist, die ganze Platte noch planfräsen werde. Und ich will ja nicht in die Schrauben reinfräsen. Ja, während die Tasche, das ist ja die alte Befestigung, die stört mich nicht. Das wird nachher, wird man das zwar noch sehen, aber da wird keine Schraube durchgehen im Normalfall. Aber das Loch stört mich dann nicht. Ja. Wie gesagt, soweit jetzt die Bohrungen sind drin. Ich werde sie jetzt wieder aufspannen. Werde sie an den vier Punkten auch fixieren an meiner Platte und werde sie dann ausfräsen. Das werde ich jetzt einrichten und bevor es losgeht, beziehungsweise werde ich das dann noch zeigen. Wahrscheinlich dann im Zeitraffer, wie ich das noch rausfräse. So, ich habe jetzt die Platte wieder verschraubt. Habe das entsprechende Programm geladen, die Fräse soweit eingemessen. Das geht jetzt ziemlich nah an die Grenzen, was ich überhaupt fräsen kann, vor allem in Y-Richtung. Aber es sollte eigentlich alles passen. So, ich werde das jetzt mal mitlaufen lassen und dann gucken wir einfach mal, ob das so passt. Jo, das war's. Die Platte ist durch. Müsste man eigentlich jetzt schon merken können. Ja,
Ja, ich kann jetzt den Außenrahmen kann ich jetzt abheben, der ist durchgefräst. Jo, soweit hat es geklappt. Es war ein bisschen langsam. Ich war etwas arg konservativ mit dem Vorschub. Da wäre mehr gegangen. Da wusste ich nicht ganz, wie ich dem Fräser trauen kann. Jo, aber es hat funktioniert, ist durchgelaufen. Ja, ich werde es jetzt abspannen. Ein bisschen glatt schleifen noch und dann werde ich zeigen, wie es da weitergeht. Ich habe jetzt die Platte runtergenommen, sauber gemacht, die Kanten abgeschliffen und sie jetzt auch final montiert. Falls sich jetzt jemand fragt, wieso passt das von der Höhe wieder genauso wie vorhin, ist ganz einfach. Ich habe nämlich die drei Zwischenbretter, die unter meinem Basisbrett noch drunter lagen, um es etwas zu erhöhen, habe ich rausgenommen. Das heißt, meine Basisplatte unten liegt jetzt genau, also die bisherige Fräsplatte mit den Löchern und der Befestigung liegt jetzt quasi auf der Basisplatte, auf der untersten Platte auf, ohne Abstände. Und auf die habe ich jetzt eben diese Opferplatte draufgeschraubt, mit eben den Maßen, dass sie hier vorne auch bündig ist. Die Löcher passen alle. Ich habe auch mal geguckt, ob man da jetzt überall Schrauben reinkriegt. Das passt alles 100 Pro. Da kann man jederzeit überall hier Schrauben reinsetzen und das kommt durch die Löcher wunderbar durch. Ich habe es ja ein bisschen größer auch gemacht, dass man da ein bisschen Luft hat. Da geht es ja auch nicht um Präzision, aber dass halt über die gesamte Platte hinweg ich eben die Möglichkeit habe, wieder meine Spannbratzen reinzudrehen. Ich werde vielleicht ein paar längere Schrauben brauchen, aber ich habe noch 50 und 60 mm M6, einiges hier. Ich hatte eher von den ganz kurzen zu wenig. Dadurch, dass ich jetzt aufliege, habe ich eben nach unten auch nicht mehr so viel Platz in den Schraublöchern natürlich. Und hatte dann hier bei diesen Befestigungen, musste ich dann eine Schraube absägen, weil ich keine M6 mal 20 oder 25 mehr hatte, die da so reingepasst hat, dass es nicht unten anschlägt. Aber das war auch kein Hindernis. Ja, die Platte ist jetzt so weit drauf. Die wird eben auch dann so da bleiben und wird jetzt als nächstes plan gefräst. Wie man auch sieht, die Schrauben sitzen da in den Löchern vertieft. Da habe ich locker irgendwie 2 mm Luft, bevor ich an die Schraube stoße. Das ist also überhaupt kein Problem. Da kann ich also gut Material runternehmen. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ich da auch nicht jetzt millimeterweise was wegfräsen muss, sondern ein paar Zehntel. Da geht halt wahrscheinlich dann eben diese Beschichtung runter, aber so war es eigentlich auch gedacht, dass ich da nachher schön ebene Holzfläche habe. Das werde ich jetzt vorbereiten, mir dann entsprechende Fräsdatei schreiben oder erstellen und dann wird die Platte plan gefräst. Da gucke ich mal, ob ich das auch kurz noch zeige, also mit so einem vielleicht ein kleines, mit dem Start und mit dem Ende. Da muss ich mal gucken, wie lange das auch braucht. Jo. Ja, und weiter geht's. Ich habe jetzt die entsprechende Fräsdatei fürs Planfräsen. Ich habe die Maschine eingemessen. Ich werde jetzt im ersten Schritt mal 0,3 mm nur runternehmen. Ich habe es mal ein bisschen durchgemessen und habe so einen leichten Buckel in der Mitte. Insofern habe ich meinen Nullpunkt quasi an den Ecken gewählt, also irgendwo hier in der Nähe von der Schraube, und gehe halt von dem Punkt 0,3 runter. Das heißt, in der Mitte werde ich eben dann ein bisschen mehr runternehmen. Da könnte es dann irgendwie 0,6 oder so sein. Das muss ich mal gucken. Insofern bin ich etwas konservativ daran gegangen. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Da geht es jetzt los. Ich werde es ein bisschen mitlaufen lassen. Und ja, schauen wir einfach mal.
So, wie man vielleicht erkennen kann, ein Stück wegfahren hier. Hat es nicht hundertprozentig gepasst. Da hinten. Hier ist ein bisschen übrig geblieben, da, aber das ist dahinter die Ecke schon egal, was schlimmer ist. Das ist die letzte Kante hier. Da hat er nicht ganz über die Platte rausgefräst. Da werde ich aber mit, das werde ich gerade ein bisschen runterschleifen, dass die Kante dann eh ein bisschen rund wird. Das macht hier nichts aus. Beziehungsweise ich muss mal gucken, vielleicht gehe ich auch her und fräse nochmal mit, was weiß ich, ein Zehntel noch drüber, dass ich hier. Oder anderthalb, dass ich hier vielleicht die Ecken noch wegbekomme. Das muss ich noch mal gucken. Da muss ich mal schauen. Ja, wahrscheinlich werde ich noch einmal drüber fräsen und werde die Größen noch ein bisschen verändern, also noch ein bisschen rausgehen, dass ich gerade noch hier die Kante mitkriege. Dann passt es und dann habe ich die Sachen hier weg und hier und dann ja, sieht es schon mal ganz gut aus und vielleicht kriege ich dann hier auch, ja, da hat es so ein bisschen, da ist so ein Astloch, da ist so ein bisschen Ecken und ja, wie man vielleicht auch gesehen hat, man sollte mit dem Sauger ein bisschen aufpassen. Da bin ich mal ein bisschen zu nah an den Fräser gekommen. Das müssen wir einfach mal gucken. Ja, es kann sein, dass der Ton jetzt ein bisschen schlecht war, weil ich hatte das Mikro nur hier an der Kamera und nicht bei mir dabei. Notfalls muss ich mal schauen. Ja, ja, das mal dazu, vielleicht zeige ich das dann noch, wenn es zuletzt nochmal, also den End, die Endfräsung hat und dann die richtige Höhe. Achso, ein Punkt noch. Ich hatte festgestellt, dass es in der Mitte einen Buckel hat, die Platte. Und zwar nicht insgesamt, sondern nur die Opferplatte hat sich irgendwie leicht gewölbt. Das habe ich beim Messen von der Höhe dann mit meinem Taster festgestellt. Und deshalb musste ich jetzt doch hier in der Mitte noch eine Schraube setzen, weil eben tatsächlich nur die Opferplatte diesen Buckel hier hatte. Von 4 ca. 5 Zehntel. Also habe ich es hier doch nochmal festgeschraubt, dass sie eben auch hier satt auf meiner Basisplatte sitzt. Jo. So, ich habe jetzt nochmal mit einem Zehntel Millimeter mehr nochmal drüber gefräst und habe es nochmal plan gefräst, sodass jetzt hier hinten auch, sag mal, das so weit. Bisschen was sieht man noch da vorne auch, das ist aber nicht schlimm. Auch die Kante hinten, ich habe ein bisschen mit Übermaß dann rüber gefräst, habe es noch mal ein bisschen verbreitert, dass er auch wirklich die Kante mitnimmt. Das ist jetzt alles soweit okay. Ja, es ist ja nicht ganz optimal. Da sitzt wohl irgendwie so ein Querholz drin, das ist aber jetzt erstmal wurscht. Das reicht mir mal. Es geht ja vor allem darum, dass es in der Fläche auch einigermaßen eben ist und früher oder später werde ich sowieso noch mal drüber fräsen, wenn ich da genügend Spuren drin habe, weil es ja eine Opferplatte auch ist. Was ich auch schon gemacht habe, ich habe diese Anschlagbohrungen hier auch schon reingebohrt oder reingefräst mit 5 mm, dass ich da die entsprechenden Anschlagbolzen in 5 mm reinsetzen kann, um eben in den entsprechenden Richtungen gerade auch was auflegen zu können und eine Orientierung zu haben. Ja, insofern ist die Platte jetzt eigentlich fertig für den Einsatz.